Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den neuen Überlebenden Gabriel auf dem öffentlichen Testserver. Ja, und ich habe mir einen richtigen Generatorenbild gebaut. Ich spiele mit Observierung, beweise dich, gebaut für die Ewigkeit und sein neues Plünderer. Ich erkläre vielleicht nochmal ganz kurz, was Plünderer macht. Das Perk hat den Effekt, dass wenn ich eine aufgebrauchte Toolbox habe, ne, ich nutze jetzt hier meine Toolbox und wenn ich die aufbrauche, dann wird dieses Perk aktiv und wenn ich dann 4 großartige Skillchecks treffe, wenn man das Perk auf Stufe 3 hat, ich habe es auf Stufe 1, daher muss ich 6 treffen, wenn man das jedenfalls schafft, dann ist diese Toolbox wieder aufgeladen. Dafür habe ich mir extra Observierung mitgenommen, dass ich hier diese großartigen Skillchecks direkt treffen kann. Genau, ansonsten beweise dich und gebaut für die Ewigkeit. Ja, wie gesagt, das Perk ist halt so stark, weil man damit halt einfach, ne, ich habe jetzt hier sehr viel schon repariert und wenn ich jetzt einfach die großartigen Skillchecks treffe, habe ich direkt wieder die Toolbox, kann wieder reparieren. Dann könnte ich mir nur sogar sie noch mit Beweise dich holen und es passiert halt alles passiv, ohne dass ich viel dafür tun muss. Okay. Jetzt hätte er da so ein Ding hingesetzt. Ich weiß nicht, ob mich... Ja, hier sind so 3 Dinger, die mich direkt umkreisen. Wenn ich aber vielleicht das hier mir hole. So, und dann das EMP auflade. Und dann aktiviere. Dann sind hier alle deaktiviert. Und die Singularität kann ich viel machen. Ja, sie guckt, ne? Kann nichts machen. In die andere hat sie, glaube ich, auch schon geguckt. Okay, und sie ballert hier ihren Dinger mir um die Ohren. Boah. Okay. So, ich laufe einfach weiter. Okay. Ja, sehr schlau. Interessante Spielweise. Dass man einfach versucht, so viele von den Dingern zu platzieren wie möglich. Und irgendeiner wird dann schon treffen, ne? Okay, ich nehme das Ding mal mit. Okay, es hat mich wieder entdeckt. Ich sollte das hier aktivieren. So. Ich schaue in diese Richtung. Werde alle los. Und deaktiviere die direkt. So. Währenddessen, ne, ich treffe jetzt meine großartigen Skillchecks. Okay, die ballert halt so viel um die Ohren, dass du, dass ich hier mich gar nicht so groß darum sorgen muss. So, das hier nehme ich mir auch direkt mit. Okay. Eigentlich immer schlau, immer eins dabei haben. Die Dinger, die Boxen öffnen sich ja automatisch. Und dann hat man halt was für den Fall der Fälle, ne? Und kann halt damit immer wieder die Dinger halt deaktivieren. Muss nicht erst ewig danach suchen. Okay. So. Okay, jetzt habe ich schon den dritten Skillcheck. Gleich habe ich meine Toolbox wieder. Dann kann ich wieder reparieren und dann zur Not mit gebaut für die Ewigkeit nochmal in den Schrank gehen. So. Und dann habe ich halt, kann ich halt schnell weiter reparieren. Ja, ich glaube, dieses Perk ist halt, also an sich wären Toolboxen nicht generell so ein bisschen kritisch. Ich finde Toolboxen teilweise auch zu stark, wie sie manchmal sind. Gerade mit Perks halt wie gebaut für die Ewigkeit oder gewieft, wodurch du sie länger nutzen kannst, ist das schon... Und jetzt gibt es halt einen Perk, wo du halt nicht mal irgendwie wie bei gebaut für die Ewigkeit was dafür tun musst, um dir halt deine Toolbox wieder zu holen. Also klar, du musst großartige Skillchecks treffen, aber die machst du ja sowieso beim Reparieren. So, okay. Nee, warte, jetzt kann ich wieder... Warte. Wow, okay. Und jetzt ist es kaputt, krass. Okay, ich kann meine Toolbox nicht einsetzen. Das müssen sie sich nochmal überlegen, wie sie das machen wollen. Dass ich mit einem EMP-Gerät in der Hand nicht reparieren kann, ist natürlich nicht so optimal. Also nicht mit Toolbox, meine Medikits, also meine Items nicht nutzen kann. Vielleicht sollte man da eine neue Taste sich überlegen. Okay. Ja, jetzt habe ich halt wieder eine gute Toolbox. Und wenn ich die aufbrauche, kann ich sie immer nochmal voll machen mit gebaut für die Ewigkeit. Und somit halt... Und ich meine, ich habe jetzt nicht die besten Addons gefunden. Ich habe jetzt den extra ein bisschen gelevelt, um so ein paar... Um die Toolbox zu bekommen, aber... Ich habe jetzt nicht... Es gibt ja so ein paar gelbe Addons, die noch dafür sorgen, dass man sie noch länger einsetzen kann und noch schneller damit repariert. So.
Und die habe ich halt nicht bekommen, aber hätte ich die jetzt noch, dann ging es natürlich nochmal besser. Ja, ich meine, sein Plünderer, die aktiviert sich auch, nachdem man es einmal genutzt hat, aber ja. Ich glaube, das Perk an sich ist auch nicht das Problem. Ich glaube, generell sind halt Toolboxen so ein bisschen das Problem. Dass man die vielleicht generell nochmal sich über anschauen sollte und überdenken sollte. Ich meine, bei Medikits haben sie es ja auch gemacht. So. Okay, dort hinten ist die Singularität wieder am Werk. Ich meine, gut, es ist PDB. Dadurch fällt es jetzt nicht auf, wenn ich halt ein bisschen schneller repariere. Weil niemand sonst repariert gefühlt, aber... Naja. So. Jetzt kann ich den reparieren, dann gehe ich wieder dort in den Schrank. Dann habe ich wieder eine halbe Toolbox. Und kann das halt immer weitermachen. Was halt schon sehr mächtig ist. So. Ja, aber mal schauen, ne? Übrigens, ne, das wollte ich auch noch erklären. Sie haben jetzt, beziehungsweise in diesem PDB ist auch die Perk-Suchleiste drin. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr ein spezielles Perk sucht, könnt ihr da einfach den Namen des Perks eingeben. Oder ihr könnt auch einfach Wörter eingeben, die in der Perk-Beschreibung oder so stehen. Beispielsweise gebt ihr dort Generator ein und findet alle Generatoren-Perks. Richtig nice. Zum Beispiel könnt ihr auch sagen, okay, ich gebe da jetzt einfach Gabriel ein, dann werden euch die Perks von Gabriel angezeigt. Also ihr könnt mit der Suchbar wirklich sehr gut eure Perks durchsuchen. Das ist ein sehr, sehr cooles Feature, das sie da reinbringen. So, okay, den dann habe ich gleich. Okay, wieder ein anderer Gabriel wird gejagt. So, okay, der Gen durch. Und dann wieder hier rein, gebaut für die Ewigkeit aktivieren. Das ist halt das Krasse, ne? Gebaut für die Ewigkeit, ich muss dafür in den Schrank gehen. Für das andere Perk muss ich eigentlich nur weiter reparieren. Naja. So. Okay. Ich glaube, ich hätte hier jetzt auch noch vielleicht statt Observierung hätte oder statt Beweise, dich hätte ich hier gewieft mitnehmen können, um noch effizienter zu sein. Aber ich glaube, das allein zeigt schon, wie stark halt Toolboxen allgemein sein können. Wie gesagt, ich denke halt nicht unbedingt... Ich finde das Plünderer-Perk wirklich ganz nett. Aber es ist halt so ein Ding mit der Toolbox-Geschwindigkeit. Ja, die man vielleicht nochmal überdenken sollte. Gerade wenn man halt auch weiterhin Killer-Antigeneratoren-Perks abschwächt, müssen dann halt auch überlebenden Perks bzw. Toolboxen vielleicht auch irgendwann nochmal überdacht werden. So, Hedy repariert auch. Ich repariere hier. Ich denke, wir kommen hier ganz gut durch. Die Singularität, ne, die jagt dort hinten in Ruhe. Ich meine, ich hatte bisher nur eine Jagd. Das ist halt so die Sache. Alle versuchen gerade doch herauszufinden, wie man die Singularität optimal spielt. Ich habe das bisher immer so gemacht, dass ich so meine Plops dorthin setze, wo ich sein möchte. Aber man kann die natürlich auch wie so eine Art Schnellfeuer einsetzen. Und dann mit irgendeiner halt versuchen, die Überlebenden direkt zu scannen. Und dann hat man halt seine Kraft. Oh, das ist nicht gut. Ich glaube, das ist Tüftler, oder hat er die ganze Zeit da drinnen gewartet? War der die ganze Zeit im Idle-Modus? So, hallo. Okay. Ich hau direkt weiter ab. Damit du gar nicht erst auf die Idee kommst, mich hier irgendwie einzuscannen. So, okay. Ja, gegen den Killer sollte man wirklich immer ein EMP bereit haben. Ah, das war eigentlich vorhersehbar für mich. So, ich krieg mal so, weil die Person dort sieht aus, als hätte sie vielleicht eine Taschenlampe. Ja, hat sie, aber das war zu früh. Okay. Ich sag's direkt, ich packe hier dann auch noch eine zweite Runde, also das hier wird eine Doppelfolge. Ja, einfach weil ich noch ein bisschen mit dem neuen Überlebenden testen möchte. Also mit Gabriel. So, und vielleicht nehme ich dann für die zweite Runde dann statt Beweise dich gewieft mit. Ah, okay. Und jetzt ist sie sozusagen einfach so in dem Modus, dass sie alles beobachtet. Und steht halt direkt vor mir. Die hat halt hier zwei Potzer, die um mich gesetzt. Um mir perfekt alle abzuscannen, die ankommen. Okay, jetzt nicht, dankeschön. Okay. Du gehst aber weiter auf mich, schade. Tankst du für mich, Gabriel?
Nee, machst du nicht. Schade. Letzte Gen durch. Okay. Den dachte ich, hole ich mir nochmal, solange... Der hat mit cleaner Zeit gerettet, solange das halt anhält. So. Ich sehe hinten noch eine Palette. Ja, hier haben wir was. Okay. Okay, hallo. Ja. Okay, Singularität. Kommt jemand, um zu tanken? Jemand hier? Nein? Doch. Hier, hallo Hedy. Okay, ich werde so 2 Meter weiter gejagt und alle sitzen hier am Turm. Auch schön. Na gut, ja, das war nochmal eine schöne Runde. Sehr interessant, wie gesagt, alle spielen sie anders. Mal zu sehen, wie halt das... Wie unterschiedlich sie halt doch gespielt werden kann, gerade wenn man halt so auf Sperrfeuer geht, um halt schnell seine Hits reinzubekommen. Aber irgendwie hat er sich auch nicht so häufig teleportiert. Naja, wie gesagt, wir lernen alle noch, gerade wenn man halt frisch mit ihr anfängt. Good game, war eine schöne Runde. Genau, die hat sich... Vor allem, ich wünsche mich immer auf diese neue Map, aber ich komme halt einfach nie dahin. Niemand will auf der neuen Map spielen, das ist so traurig. Eigentlich immer, wenn ich die Opfergabe gelegt habe, war irgendwas anderes, dass man halt nicht drauf kommt. Naja, schade. Na gut, ja, dann springen wir in die zweite Runde. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder mit Gabriel. Mal schauen, wie wir uns diesmal schlagen werden. Ja, vielleicht noch eine Sache. Auf dem PDB ist jetzt nicht nur der neue Killer und ja, diese Perk-Suchleiste, der neue Überlebende drinne, sondern es gibt noch ein paar andere Sachen, die angepasst wurden. Okay, es wurde bei so ein paar Killern wurden so ein paar Add-ons angepasst. Ich glaube, Nemesis 10. Oh! Wie hat die denn die Plops gesetzt? Überall an die Höhen. Sehr nice. Damit hat sie ja wirklich alles im Blick. Krass. Okay. Ja gut, ich versuche es weiter zu reparieren. Genau, also für so ein paar Killer wurden so ein paar Add-ons bearbeitet. Ich habe das mal überblickt, das waren so Kleinigkeiten. Ich glaube, bei Nemesis war es, dass sein Add-on, mit dem er mehr Mutationsfortschritt bekommt, wenn er einen Zombie tötet, da wurden so ein bisschen die Zahlen bearbeitet, dass er da mehr bekommt. Ich glaube auch bei der Künstlerin wurden so ein paar Kleinigkeiten gemacht, ne? Hier und da ein paar Zahlen-Buffs, ne? Genau. Was aber vielleicht auch geändert wurde, bei anderen Killern wurde teilweise die Kraft so ein bisschen bearbeitet. Beispielsweise bei... Ja gut, ich erkläre es vielleicht, wenn ich mit der Jagd durch bin. Okay, die Singularität will mich nicht. Okay, uff, das sieht alles so unheimlich aus mit diesen ganzen Plops hier überall. So, das nehme ich mal mit. Okay. Kannst du mich darin sehen? Ich weiß es nicht. Okay, genau, wo war ich? Ja, bei so ein paar Killern wurde auch an der Kraft rumgeschraubt. Beispielsweise bei Ghostface. Da wurde bearbeitet, dass Ghostface sich in seiner Kraft... Ghostface bewegt sich in der Hocke mit 3,6 Metern die Sekunde normalerweise fort. Das wurde jetzt auf 3,8 Meter die Sekunde angehoben. Also er kriecht ein bisschen schneller. Außerdem lädt sich seine Kraft normalerweise in 24 Sekunden auf. Das wurde bearbeitet und zwar lädt sie sich jetzt in 20 Sekunden auf. Und wenn Ghostface aus seinem Mantel der Nacht gestalkt wird, dann bekommt er ja standardmäßig für 2 Sekunden Killer Instinct mit dem neuen Addon. Jetzt neuerdings sind das allerdings 4 Sekunden, dass er da Killer Instinct bekommt, ne? Von 2 Sekunden auf 4 Sekunden hochgehoben. Gerade die Tatsache, dass seine Kraft sich in 20 Sekunden jetzt wieder auflädt und nicht so lange braucht, ist richtig gut. Dass man da 4 Sekunden weggenommen hat, weil Ghostface größtes Problem ist so, dass du ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich finde, Ghostface größtes Problem ist, dass seine Kraft so lange braucht, um sich aufzuladen. Und das hat man damit ganz gut behoben, dieses Problem. Wo ist jetzt das Auge? Da oben ist das Auge gewesen. Sehr schön.
Okay. So, wir setzen so ein Blitz, okay. Ja, 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 ja. Zerstör, zerstör, zerstör. Hast du? Perfekt, danke dir. Sehr gut, cooles Teamwork. Das hat einfach das Ding für mich rausgenommen. So kann man einander also auch gut helfen. Spannend. Genau, also ja, gerade das bei Ghostface die Kraft sich halt schneller wieder auflädt, ist ganz cool. Das ist eine gute Änderung. So. Ich habe keine Ahnung, er versucht uns beide hier irgendwie zu stalken. Okay. Schade, ich dachte, er fällt runter. Okay, genau. Also ja, wie gesagt, das ist so die Änderung an Ghostface. Der Henker wurde auch bearbeitet. Und zwar wurde da jetzt geändert, dass wenn du Leute mit deiner Bodenwelle triffst, dann sind die direkt, wie infiziert. Ne? Bei dem Henker ist es ja so, dass er so eine Bahn hinter sich herzieht, wenn er sein Schwert in den Boden packt. Und jetzt ist es so, wenn du halt von seiner Kraft getroffen wirst, dann wirst du auch direkt, ne, kriegst auch direkt diesen Verdammniseffekt und kannst in den Käfig geschickt werden. Das stelle ich mir, also ich finde, das ist ziemlich fies, weil der Henker, der nutzt halt diesen Modus oft, dass er Leute dann teilweise sehr stark raustunnelt. Und wenn das jetzt im Grunde wie eine Art Grundmechanik ist, dass du viel leichter Leute infizieren kannst, dann wird vielleicht auch leichter getunnelt. Mal schauen, ob das so bleibt, aber das sehe ich ein bisschen kritisch. Genau, so viel dazu. Okay, Kollege jagt mich. Von wo? Hat er hier irgendwo in einem Baum wieder so ein Ding? Nee, ne? Okay. Ich verstecke mich einfach. Genau, außerdem wurden ein paar Perks bearbeitet. Pop Ghost Weasel wurde zum Beispiel bearbeitet. Das hatte ja den Effekt, dass wenn du gegen den Generator trittst, nachdem du jemanden aufgehangen hast, dann verliert der Generator direkt 20% von seinem aktuellen Fortschritt. Das wurde angehoben auf 30% von seinem aktuellen Fortschritt. Ist ein sehr cooler Buff für Pop. Finde ich super. Wieso hat der hier hinten sogar Dinger? Krass. Der hat eigentlich überall, wo ich hinkomme, sind solche Augen. Sehr gut. Okay. Ah, du hast mich auch infiziert. Nicht gut. Na gut, wir ziehen einfach den Gen durch. Genau, außerdem Déjà-vu-Erlebnis wird auch gebufft. Das hatte ja den Effekt, dass man die Generatoren, die am nächsten beieinander sind, die drei, die werden einem für 60 Sekunden angezeigt und man repariert 5% schneller an denen. Dieses Perk wurde geändert. Jetzt sieht man diese drei Generatoren dauerhaft und außerdem repariert man an denen jetzt 6% schneller. Also man repariert ein bisschen schneller, sieht sie aber dauerhaft und repariert entsprechend auch dauerhaft an diesen drei Generatoren dann 6% schneller. Das ist halt ein Buff, um das 3-Gen-Setup sozusagen zu zerstören. Ich glaube nicht, dass Déjà-vu-Erlebnis jetzt dadurch viel häufiger gespielt wird, aber ich denke mal, dass es auf jeden Fall für Solo-Gruppen ein sehr guter Buff ist, um so ein bisschen dafür zu sorgen, dass man nicht allzu leicht in so eine 3-Generatoren-Falle tappt. So. Wunderbar. Ich habe es mal für uns beide entsorgt. Und das nehme ich auch direkt mit. Genau, ansonsten Flashbang, also die Blendgranate, die von Leon, ne, die wurde auch bearbeitet. Und zwar kann man sie jetzt als Nebenitem ausrüsten. Das heißt, du kannst in deiner Haupthand, sage ich mal, ein Medikit haben. Und dann hast du wieder eine Art, ja, dann kannst du halt zusätzlich noch die Flashbang haben. Also du kannst sozusagen jetzt die als Nebenitem tragen, finde ich auch, macht die jetzt einfach nicht zu stark und ist eigentlich ein ganz guter Buff zu dem Perk. Weil man sieht jetzt auch nicht so viele Plant-Granaten, weil man halt dadurch auch auf ein Hauptitem verzichten kann, kein Medikit mitnehmen kann. Und jetzt geht das halt. Okay, ich glaube, ich bin gerade so entkommen. Okay. Jagt mich nicht weiter. Genau. Ansonsten werden generell jetzt Items so klassifiziert, und zwar gibt's, ja, wie jetzt überlebende Hauptitems. Bitte block mich nicht. Okay.
Na gut, also genau, es werden jetzt generell so Überlebenden-Items klassifiziert, ne? Es gibt so die Überlebenden-Haupt-Items, zum Beispiel ist das eine Toolbox oder der Firecracker oder ein Medikit. Die trägst du sozusagen in deiner Haupthand und die behältst du auch nach der Runde. Dann gibt es außerdem die Spezial-Items, das ist sowas wie der Würfel von Pinhead oder die Videokassette von Sadako. Die kannst du halt nebenbei tragen. Und dann gibt es auch noch die Tempo, also die zeitlich begrenzten Items, die zum Beispiel die weiße Glyphe oder den... So, zum Beispiel die weiße Glyphe oder den... Oder die Flashbang, und die kannst du halt auch jetzt in deiner Nebenhand tragen, ne? Also wie gesagt, du behältst jetzt sozusagen dein Item in der Haupthand und kannst halt, ja, sowas wie Pinheads Würfel oder eine Flashbang in deiner Nebenhand halten. Und kannst dann sozusagen, glaube ich, in beiden rumlaufen. Ich meine, hier ist das ja auch so, ne? Ich habe hier zum einen meine Toolbox in der Hand und zum anderen kann ich halt ständig das andere Zeug suchen. Okay. Da ist er auf einmal da gewesen. Und die Infektion hat sich auch ausgebreitet auf mich. Okay. Ich nehme das direkt mit. Und gehe hier ran. Sehr gut. Ja, das sind so die großen Änderungen, ne? Also Ghostface wird gebufft. Der Henker hat irgendwie einen Buff bekommen, der irgendwie ein bisschen heftig ist. Pop wird gebufft, Déjà-vu wird gebufft, die Blendgranate wird gebufft und insgesamt wird so die Tragebereitschaft von überlebenden Items nochmal hinterfragt. Okay, die anderen Kollegen heilen sich dort. Sehr schön. Ich habe jetzt einfach nicht so richtig mitbekommen, dass er plötzlich hinter mir ist. Naja. Okay, der Gesunde wird gejagt. Der von der Wunde kann, denke ich, hoffentlich gleich retten kommen. Okay, erstmal wird der Gabriel aufgehoben, dann ich. So, hallo ihr beiden. Dankeschön. Was mich jetzt interessiert, ja, ich behalte das Zeug. Also ich behalte mein EMP-Gerät. Auch wenn ich am Haken lande. Okay, wo ist eigentlich das zweite Tor? Wahrscheinlich dort hinten irgendwo. Oder dort hinten? Ich weiß es nicht. Okay, da wurde der nächste geschnappt. Ist hier irgendjemand... Ach, das ist kein Kreis der Heilung, ne? Das ist das von Yuichi, dass man ein bisschen schneller darin läuft. Okay, sehr schön. Ja, übrigens, ne, auch wenn ich jetzt diese Runde, die ganze Runde sehr darüber rede, warte. Auch wenn ich die Runde sehr viel darüber rede, wie gut dieser Plünderer-Perk von Gabriel ist, ne, das ist alles gerade auf dem PDB, also auch der Buff für den Henker oder andere Sachen, die ihr vielleicht nicht so cool findet. Es heißt nicht, dass die so kommen, wie sie jetzt gerade angekündigt wurden. Ich meine, wenn wir uns die letzten PDBs anschauen, da haben die Devs ja auch schon sehr krass gezeigt, dass sie da auf Feedback hören und Sachen nicht so kommen, dass alle unzufrieden sind. Beispielsweise wurde ja Ausbruch nicht super krass genervt, so wie es ja ursprünglich auf dem PDB war, sondern kam auch stärker. Oder diese ganzen Heilungsänderungen wurden ja auch alle angepasst. Okay. So. Du wurdest... Okay. Oh. Na, schon wieder. Magst du mich auch gleich damit heilen? Nein. Schade. Also ja, wie gesagt, nicht alles, was hier auf dem PDB ist, das wird dann auch so kommen. Die Devs sind da auch sehr... Hören da auch viel auf Feedback, ne? Also wenn ihr sagt, okay, die und die Änderung gefällt mir nicht, ich habe sie ausprobiert oder was weiß ich, dann geht in die Foren und schreibt und sagt, was ihr daran nicht gut findet. Ich denke, die werden da auch auf Feedback teilweise, also ganz gut hören können. Und wenn Sachen wirklich ungesund sind und nicht gut fürs Spiel sind, dann werden die bestimmt nicht so kommen. Zumindest war es bisher auch so. Besonders, also ich sehe, was ich gerade kritisch sehe, es sind so ein bisschen die Überlebenden-Perks. Gerade Plünderer, ne, weil halt einfach Toolboxen gerade sehr stark sind. Ansonsten
Ja, dieses andere Perk, dass du, wenn du verwundet bist, schneller bist. Ich sehe auch kritisch, dass der Henker dich direkt, wenn er seine Kraft aktiviert, dir direkt die Riten des Urteils aufdrückt. Das sehe ich auch ein bisschen alles kritisch. Aber wie gesagt, muss man gucken, ob es dann auch tatsächlich so kommt. Genau, auf dem PDB, der ist ja dafür da, dass viel getestet wird. Ja gut, das war viel diskutiert, viel drüber nachgedacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!